Herzlich willkommen, heute aus Erfurt und damit herzlich willkommen zum Spiel zwischen Thüringen und Baden-Württemberg, dem Tabellen-14. Gegen den Tabellen-3. Oder der Drittletzte gegen den Drittersten. Also heute erwarten wir ein Spiel in unterschiedlicher Klasse. Mal schauen, wer sich hier heute durchsetzen wird. Und damit herzlich willkommen aus Erfurt. Thüringen in den roten Trikots gegen das Team aus Baden-Württemberg in türkisgrün, wenn man das so sagen darf. Heute natürlich die Zielsetzung von Baden-Württemberg. Siegen ist wichtig, denn die direkten Konkurrenten, sie haben unentschieden gespielt gegeneinander. Heißt also, heute mit einem Sieg kommt man an sie wieder ran. Die Frage ist, wird es denen gelingen oder eben nicht? Erstmal hier die erste Möglichkeit hier für Baden-Württemberg von Groß. Und Rossellu clever gemacht und bleibt da einfach stehen. Oder besser gesagt, ein Abwehrfehler von Thüringen. Rossellu 1-0. Treffer Nummer 15 für ihn. Aber was macht da bitte die Abwehr? Ball erobert. Und dann denkt man sich, ja, das wird dann ohne Probleme mal als Aufziehspiel gemacht. Und ich würde mal sagen, hier... Der Verteidiger völlig gepennt, aber sowas von völlig gepennt. 1-0 Baden-Württemberg. Also was zum Himmels Willen ist denn jetzt hier schiefgegangen? Ne, das ist eben das, was wegen immer gerne mal Stürmerspieler vorne stehen und man denkt sich so von wegen, okay, die stehen da Himmel. Hochs alleine, warum um Himmels Willen steht er da? Genau aus diesem Grund. Da gibt es so einen Fehler von einem Verteidiger und dann klingelt's und ihr fasst die nächste Chance. Rossellu. Und Gnabry wieder. Rossellu und Klemin. Riedmüller hier, ein bisschen ein paar Probleme. Riedmüller tatsächlich jetzt nach seiner Verletzung wieder mit dabei. Hier sehen wir es nochmal, dass Barilla hier einen völligen Blackout hatte. Sowas darf einem Verteidiger seiner Klasse nicht passieren. Natürlich ist jetzt die Frage, ja, wie wird er jetzt damit umgehen? Wie wird er damit umgehen? Thüringen im letzten Spiel 2-5 verloren in Überzahl gegen Bremen. Während Baden-Württemberg 4-1 gewonnen hat gegen Berlin. Wollen sie, wie gesagt, mit einem heutigen Sieg natürlich nochmal festigen Platz 3 bzw. rankommen an die Tabelle. Am Ende dieser Partie gibt es natürlich auch nochmal die Tabelle für alle, die eben nicht alle Partien gesehen haben. Cedric mit der Flanke, Burner dazwischen, aber der Ball ist nicht weg genug geklärt. Jetzt ist er weg genug geklärt. König nicht mit dem Steilpass. Ja, und dann Cedric macht das gut, stört eben seinen direkten Manngegner, wenn man das so sagen darf. Und kann ihn so verunsichern, dass er hier dann den Ball nicht annehmen kann. Kimmich. Und das ist wieder Cedric. Çalhanoğlu. Nach vorne Gnabry. Musiala. Erster Ball von Burner geblockt. Den zweiten wird er natürlich nicht geben. Konterchance vielleicht jetzt für Thüringen. Über Möwald. Stolze. Nach vorne. Glauberbach. Aber Schlotterbeck. Souverän gemacht hier in der Verteidigung. Musiala. Und Groß. Nächster konzentrierter Angriff von Baden-Württemberg. Sie wollen hier natürlich keine Fehler machen. Musiala. Musiala auf dem Weg Richtung Tor. Musiala und Klemin den ersten Ball gerettet. Ja, da hat er vielleicht ein bisschen lang gezögert. Der Musiala hatte wahrscheinlich gedacht, da steht bestimmt gleich irgendjemand frei. Den spiele ich dann den quer rüber und dann ist das Ding das 2-0. Aber nein, in der Hinsicht war es nicht der Fall. Cedric nach vorne. Çalhanoğlu nicht im Abseits. Çalhanoğlu nicht mit dem 2-0. Die Riesenchance hier zum zweiten. Und dann geht der Ball am Kasten vorbei.
die nächste große Chance hier, das Spiel zu erhöhen und damit sich natürlich einen großen Vorteil zu verschaffen in dieser Begegnung. Ja, man darf nicht vergessen, für das Team aus Thüringen geht es ja auch um einiges, denn die Brandenburger, sie haben unentschieden gespielt. Und jetzt hier, ja, José Lu mit dem Fehler. Ball kriegt er dann gegen die Hacke, der Ball springt blöd nach hinten. Und dann dementsprechend kann er daraus nichts machen. Gnabry. Gnabry und Klivin erst im Nachfassen. Erst im zweiten Fassen hat er den Ball. Also auch hier der Torwart mit leichten Problemen. Das haben wir heute ja schon gesehen bei Spiel der Sachsen gegen Rheinland-Pfalz. Dass die Torhüter heute nicht so sicher wirken. Musiala und José Lu. Ja, Drehung hat nicht so funktioniert wie geplant. Musiala. Nächste Chance. Diesmal versucht er wirklich das abzugucken. Und dann ist Klivin wieder. Er nach vorne ein bisschen nach vorne rollen lässt. Ja, ein bisschen. Aber fast schon so weit nach vorne, dass eben der Gegner dann nochmal an den Ball kommen kann. Musiala erobert sich hier gut den Ball. Die nächste Chance spielt den quer auf Gnabry und Klivin. Und man kann schon wieder sagen, Barilla mit dem nächsten Klops. Ecke für Baden-Württemberg. 35. Spielminute. Kimmich zeigt natürlich an, wo er ihn hinschießen will. Callt keinen Mitspieler ran. Ecke kommt. Börner zur Stelle. Ist aber auch hier zu Fall gebracht worden. Schiedsrichterin sieht aber keinen Grund für einen Pfiff. Groß. Und die nächste Angriffssituation. 37. Spielminute. Musiala. Ah, versucht sich hier dribblingmäßig vorbeizudribbeln. Aber hat nicht sollen sein. Konterchance hier für Thüringen. König. Guter Pass. Nach vorne auf Stolze. Stolze mit der Möglichkeit. Und dann zögert er zu lange. Und dann zögert er zu lange. Hier nochmal schön zu sehen. Da weiß er nicht so ganz auf. Muss ich jetzt abspielen? Muss ich ihn jetzt selbst schießen? Ja, Leno hier zu dem Zeitpunkt am richtigen Ort, Ecke Möwald, Ecke Thüringen. Flanke kommt, Çalhanoğlu zur Stelle, teuer Kauf aus der Distanz. Nächste Chance, mal aus der Distanz, ja, da kann auch mal so einer dann reingehen. Und dann hast du natürlich das große Problem, dass eventuell durch so eine Situation dann dir ein Unglück passiert oder besser gesagt dann den Ausgleich passiert, der natürlich dann aus baden-württembergischer Sicht alles andere als gut wäre. Çalhanoğlu und Groß. Ah, Stellhardt erobert sich rechtzeitig den Ball. Griebsch. Und Lauerbach, eine Minute Nachspielzeit von der Seitenlinie. Groß. Und der nächste Angriff wird sogar noch von der Schiedsrichterin gewehrt, aber wollte ich gerade sagen. Und kaum das gesagt, ist dann der Pfiff ertönt. Also, in Erfurt führt Baden-Württemberg mit 1:0 durch ihn hier, durch die Nummer 14, weil er eben zum richtigen Zeitpunkt aufgepasst hat und gesehen hat, dass der Gegner Probleme hat. Also, Baden-Württemberg führt mit 1:0. Durchgang 2, herzlich willkommen aus Erfurt. Heute zur Begegnung zwischen Thüringen in den roten Trikots und Baden-Württemberg in dunkelgrün. Oder Türkis. Also, bislang zusammengefasst die Partie. Baden-Württemberg führt durch einen Abwehrfehler von den Thüringern. Hat einige Chancen danach gehabt, aber diese nicht in Tore umgemünzt. Und so steht dieses Spiel immer noch auf Kippe, würde ich mal sagen. 1:0 führen sie. Und erstmal hier die nächste Chance von Serge Gnabry. Auch da mal aus der Distanz. Natürlich ärgert er sich. Er weiß, dass er es eigentlich besser kann. Aber auch der geht nicht rein. Also, tatsächlich
Baden-Württemberg mit vielen, vielen Chancen, aber bei einem 1:0 Stand, da kann dir eben auch mal ein Malheur passieren. Das wäre eben auch fast der Fall gewesen, dass Thüringen hier noch fast den Ausgleich erzielt hätte. Also, dass wir die Thüringer hier abschreiben dürfen, wir definitiv noch nicht. Nächste Möglichkeit, der Thüringer über Riedmüller. Ja, der hier aber mit dem Pass leichte Beute hier für Groß ist. Und Cedric. Musiala. Gnabry. Ja, natürlich mit viel Bedacht, mit viel Vorsichtigkeit hier jetzt rangehen. Musiala. Und Cedric. Nach hinten Çalhanoğlu. Ah, an seinen Mann der Kanalen vorbei. Cedric. Und Gnabry. Ja, und dann macht er den Schlenzer in die falsche Richtung. Und so ist es dann leichte Beute für die Hintermannschaft von Thüringen. Nächster Angriff für Baden-Württemberg. Und dann ist der Ball zu lang. Kein Problem hier für den Schlussmann der Thüringer. Möwald. Und schnell hart. Ginter dieses Mal dazwischen. Nächster Angriff von Baden-Württemberg. Stunde gespielt. Cedric. Und Çalhanoğlu. Wieder Cedric. Riebsch. Bleibt cool. Bleibt im Spaßweg stehen. Und so erobert er sich den Ball. König. Ja, hat natürlich nicht genug Tempo hier drauf, bis er hier an Schlotterbeck und Ginter vorbeikommt. Roselu und Gnabry. Cedric. Ja, kaum bedrängt von den Thüringern. Musiala nach hinten, Gnabry. Gnabry und Levin. Wieder abgewehrt. Diesmal in Richtung Ecke. Ja, das wusste jetzt der Verteidiger nicht. Muss ich den jetzt nochmal wegklären? Muss ich ihn nicht wegklären? Wechsel Kraus rein für Riedmüller. Ja, gebrauchter Tag für den Verteidiger. Weil, wie gesagt, also das kann natürlich hier anders aussehen. Und Cedric verlässt ebenfalls den Platz. Dafür kommt Wagner aufs Feld. Das haben wir eben jetzt hier kurz nicht gesehen. Gnabry, Ball von Schnellhardt geblockt. Çalhanoğlu. Und Gnabry. Ja, Groß nicht gut genug hier in dieser Situation. Lauberbach. Ja, Ball weit vorgelegt, aber eben keiner da. Dann ist da keiner und dann kannst du eben daraus nichts machen. Roselu. Und Musiala, Doppelpassspiel mit Roselu. Wagner. Und Roselu. Und Roselu mit dem Doppelpack. Treffer Nummer 16. Zur Freude mit gerissen baden-württembergischen Fans. Und zum Ärgernis von Thüringen. Aber so viel Platz lassen darfst du ihm hier nicht. Denn er macht dann auch so welche Tore. Und so ist es die 2-0-Führung. Und so ist dann auch die Überraschung so ein wenig verpufft. Die Frage stellt sich aber, gibt es die dennoch? Ist das vielleicht der sichere Sieg oder nicht? Roselu, 72. Spielminute und es ist die 2-0-Führung. Wie wird jetzt Baden-Württemberg reagieren? Verwalten sie es oder spielen sie aufs Dritte? Wagner. Wagner wird hier von Teuerkauf rechtzeitig noch vom Ball getrennt. Lauberbach. Ja. Anspielstation ist der Gegner. Groß. Und Roselu. Musiala. Nach vorne. Çalhanoğlu. Und Klemin. Wieder abgewehrt. Ja, natürlich bei seinen Vorderleuten beschwert, warum man ihn so alleine lässt. Wechsel, Putzen kommt für König.
Neuer Stürmer aufs Feld. Kapitänsbinde wird übergeben. Es gibt den Eckball für das Team aus Baden-Württemberg. Ecke Kimmich. Ball von Stolze geklärt. Aber eben in die Füße von Schlotterbeck, der hier die Situation nicht in ein Tor ummünzen kann. Musiala. Musiala wieder beobachtend, wieder schauend oder irgendwen anspielen kann. Und wieder ist es nicht der Fall und versucht es wieder alleine. Und wieder wird er hier nicht für belohnt. Wechsel groß geht. Dafür kommt jetzt Jonas Hoffmann rein. Flanke kommt. Möwald zur Stelle. Musiala aus der Distanz und dann mit dem Lattentreffer. Was für ein genauer Distanzschuss war das. Paar Zentimeter tiefer und dann wäre es hier das 3:0 gewesen. Butzen. Auf Schnellhardt. Versuchen das jetzt hier eben dennoch mit konzentrierten nach vorne spielen. Möwald und Leno mit Problemen, aber den hat er im zweiten Fass. Musiala. Und Kimmich. Çalhanoğlu. Gnabry. Wagner. Wird hier etwas aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber es reicht eben auch dafür nicht für einen Pfiff. Butzen, nach vorne steil gespielt, aber Ginter ticken schneller am Ball. Eine Minute Nachspielzeit von der Seitenlinie, die letzte Möglichkeit, noch das Ergebnis zu ändern, aber auf jeden Fall ist klar, Baden-Württemberg gewinnt und ist damit wieder dran an der Tabellenspitze und wir erwarten einen interessanten Titelkampf. Hier war es das aus Erfurt. Thüringen verliert heute 0:2. Sie haben es nicht geschafft, den Favoriten in Schach halten zu können. Der Fehler am Anfang des Spiels könnte eventuell auch etwas spielentscheidend sein. Man of the Match natürlich heute die Nummer 14 mit seinem Doppelpack. Und damit war es das hier aus Erfurt. Bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und das war der 18. Spieltag. Jetzt die Tabelle des Spieltages. Baden-Württemberg gewinnt im letzten Spiel 2:0 gegen Thüringen.